Exklusives Videomaterial. Wir haben Grenzbilder aus Afghanistan. Es gibt Reise-YouTuber, die jetzt aus Afghanistan ihr Geld verdienen mit Tourismusvideos. Kein Spaß, Leute. Heute wird's interessant. Wir haben Bilder von der Taliban. Herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Dieser Tage das Thema Nummer 1, Abschiebungen nach Afghanistan. 93% der Bevölkerung sind nach einer repräsentativen Umfrage von INSA dafür, dass Straftäter und Gewalttäter, also Schwerstkriminelle, nach Afghanistan abgeschoben werden. Eine ebenfalls deutliche Mehrheit von 52% ist dafür, dass alle abgelehnten Asylbewerber nach Afghanistan abgeschoben werden. Und alle reden über Afghanistan, keiner fährt hin, dachte man sich, na doch, ich habe mal gesucht. Es gibt YouTuber, die Afghanistan bereisen und über ihre Erlebnisse berichten. Und so habe ich hier Videos von Taliban, Videos von Checkpoints der Taliban. Wir sehen auch eine Waffe im Video, die ist dann vermutlich verpixelt für YouTube. Wir hören am Ende auch ein Statement des jungen Mannes, wie er denn dazu steht und dass es da auch die ein oder andere etwas interessante Situation gegeben hat. Aber ich will euch gar nicht länger auf die Folter spannen. Schauen wir doch direkt mal rein. Da vorne ist die Grenze nach Afghanistan und da fahre ich jetzt rein mit meinem Fahrrad. Ja, er ist mit dem Fahrrad von Europa dahin gefahren. Er fährt über die ganze Welt. Ich gebe euch den Kanallink auch mal gerne unten mit dazu. Es gibt bei ihm eine mehrteilige Reihe über seinen Besuch in Afghanistan. Und was sofort auffällt, ist, jeder hat ein iPhone in der Hand oder ein iPhone Pro sogar. Also so arm können sie gar nicht sein. Der Grenzübertritt verlief ohne Probleme und ich werde sofort sehr freundlich empfangen. Seht ihr diese Menschen da sitzen auf diesen Stühlen? Das sind die Taliban an der Einreisegrenze. Das sind die interessantesten Border Controls, die ich in meinem Leben so gesehen habe. Ohne Dach, einfach Stuhl, mitten irgendwo auf einer Schotterstraße. Aber es ist phänomenal, was dieser YouTuber hier für Aufklärungsarbeit leistet. Dabei geht es vorrangig um seine Fahrradvideos. Aber man sieht so viel aus diesem Land. So sieht man hier jemanden, der geflüchtet ist aus Afghanistan, wie die Taliban die Macht verloren hat und jetzt wieder zurückgekommen ist. Schaut doch mal hin. Erst vor 40 Jahren, als die Russen Afghanistan angegriffen hatten, nach Kanada ausgewandert und ist jetzt wieder zurückgekommen. Er spricht daher perfektes Englisch und kann übersetzen. Er spricht perfektes Englisch und kann übersetzen und davon gibt es einige im Video, beziehungsweise bei seiner mehrteiligen Reihe über Afghanistan wird er auch sehr oft auf Deutsch angesprochen. Mitten auf der Straße kommt einer und fragt, wo du herkommst, Germany, sagt er, ah, guten Tag, kein Spaß, Leute. Es sind anscheinend wirklich viele Afghanen wieder zurückgekehrt und das trotz den Taliban. Da flüchtet keiner vor den Taliban, denn die versuchen etwas Ordnung im Land wiederherzustellen. Recht und Gesetz möchte ich hier nicht in den Mund nehmen bei den Taliban, aber schaut doch mal zu, wie man hier als Tourist sogar bewaffnet beschützt wird. Good driver. Bye, bye. Und Schutz. Taliban. Er passt auf mich auf hier, dass hier nichts passiert. Wer jetzt sofort anfängt zu fabulieren, Schnappatmung zu bekommen, wie kann ein Taliban mit einer Waffe einen Touristen begleiten, der möge sich mal daran erinnern, wie das in China so läuft, welche Beamten der Regierung da gewisse Journalisten theoretisch verfolgen. In Nordkorea ist es noch viel schlimmer. Da wird ja mitgeschnitten, was man da aufnimmt. Aber es gibt jetzt hier noch gleich eine Zusammenfassung. Der junge Mann mit dem Fahrrad war mehrere Wochen in Afghanistan, ist auch ziemlich fix und fertig von der Armut, die man dort sieht. Man sieht auch auf seinen Videos Frauen, die am täglichen Leben teilhaben. Ich sage damit nicht, dass die Frauen dort Rechte genießen, aber man sieht sie dennoch im öffentlichen Raum auf seinen Videos. Wer Interesse hat, es ist etwas längere Zeit notwendig, sich das alles anzuschauen, aber man erfährt so einiges über Afghanistan. Es gibt jetzt hier nochmal eine Situationsbeschreibung der ganzen Checkpoints der Taliban, die im Land sind, und er beschreibt hier mal kurz die Situation. So, das war gerade der entspannteste Checkpoint ever. Ich kann die leider nicht filmen. Ich könnte die schon filmen, aber ich traue mich nicht so richtig. Ich erzähle euch, was passiert ist. Es läuft immer so ab, ich fahre da rein. Dann sind da ja ein Taliban mit einer Kalaschnikow, 1, 2, 3, 4, manchmal 5. Und ja, ich packe sofort mein Passport aus, den Travel Permit, drückt das den Kollegen in die Hand, dann wissen die gleich, was Sache ist. Und in den meisten Fällen verläuft das dann sehr stressfrei. Die fragen, woher komme ich, wohin will ich? Und das war's. Also meistens. Manchmal laden sie mich noch auf Tee oder Essen ein. Nur einmal hatte ich ein bisschen unangenehme Situation. Da hat einer mein Handy durchsucht, meine WhatsApp-Chats, meine Fotogalerie. Ich wollte erst nicht entsperren, aber wenn da 5 Leute stehen mit einer AK, dann entsperrst du dein Handy schon. Da hast du nicht so richtig eine Wahl.
ab. Ach, eins noch. Diese Taliban hier dachten einfach, mir wäre kalt. Was war das da? Sagte? No problem. Jumpar. No, it's okay. Die wissen wohl nicht, wie kalt es normalerweise in Deutschland ist. Habt ihr gesehen? Phänomenal, dass es junge Leute gibt, die wirklich alles ins Internet stellen. Und es gibt jetzt hier noch David Akhundzada, habe ich vorher nicht gekannt, aber Arriving in Kabul, Extreme Travel, Afghanistan under Taliban. Das Video ist von vor 8 Monaten und von vorgestern, Day One, Arriving in Afghanistan, live under Taliban Rule. Er ist jetzt in Kunduz und wir können hier mal kurz draufschauen. Very, very good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to another video here from Afghanistan. Right now I am in Kunduz, which is a city very close to Tajik border, and that's where I came from to Afghanistan. I crossed the border by land and arrived to the city called Kunduz, and I'm actually staying in the hotel called Kunduz as well. Ihr könnt euch das Ganze, wenn ihr Interesse habt, selbstverständlich anschauen auf YouTube. Und ich frage mich, wie lange sie uns noch an der Nase herumführen wollen. Ja, sie erkennen diese Regierung nicht an. Allerdings haben sie dieses Land 20 Jahre lang in Schutt und Asche gekämpft und ziehen sich jetzt aus der Verantwortung. Wir erkennen international jede Regierung jedes Landes an. Wirklich jedes Landes. Es gibt keines, was wir nicht anerkennen. Und da, bei den Taliban, hören sie auf. Sie akzeptieren ja selbst Kim Jong-un aus Nordkorea, Recep Tayyip Erdogan aus der Türkei, Wladimir Putin aus Moskau und vermutlich den nächsten iranischen Präsidenten aus dem Iran dann ebenfalls. Aber bei den Taliban in Afghanistan, da kooperieren wir nicht. Selbst die Assad-Regierung in Syrien ist ja immer noch die offizielle Vertretung in diesem Land. Die akzeptieren wir auch. Ja? Auch wenn man mit denen nicht kooperiert, bei der Taliban in Afghanistan möchte man hier wieder eine Extrawurst braten. Man möchte die Deutschen verarschen. Annalena Baerbock möchte sie alle hierher holen. Und da muss man sagen, nein, guckt euch mal diese Videos an. Da gibt es viele Leute, die gehen wieder zurück. Die haben die Schnauze voll von Europa teilweise. Solange die kein Geld kriegen, sind die alle wieder weg. Und genau das ist der Knackpunkt, Leute. Ihr müsst endlich mal an das Geld ran. Unser Finanzminister Lindner sagt immer, die Sozialmaßnahmen müssten treffsicherer sein. Das heißt nichts anderes, als dass wir sie für einen großen Teil kürzen müssen, damit es am Ende treffsicherer wird. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Bist du auch für Abschiebungen nach Afghanistan? Wusstest du, dass man hier einfach frei einreisen kann als Deutscher nach Afghanistan? Dass man sogar Schutz bekommt von den Taliban, dass einem nichts passiert? Ich wette, Annalena Baerbock weiß davon nichts. Denn die Beamten des Auswärtigen Amtes sitzen nur in Islamabad. In Afghanistan sitzt offiziell niemand, obwohl man dieses Land wirklich nachhaltig ruiniert und zerstört hat. Und die Entwicklungshilfe, die sie an die Taliban bezahlen, ja. In diesen Videos von diesem Radfahrer sind auch einzelne Projekte der UNICEF, an denen er vorbeikommt. Da kann man mal sehen, was davon noch übrig ist. Er ist wirklich quer durch Afghanistan gefahren, komplett das ganze Land durchgefahren. Also, wenn ihr Interesse daran habt, den Link habt ihr unter dem Video. Ansonsten schreibt mir einen Kommentar, lass ein Abo da, abonniere meinen Telegram-Kanal und schau doch mal auf AfD Observer vorbei. Damit mache ich Schluss. Bis bald.